Wie würde ich sagen, ich bin mir sicher, dass sie sich einfügen werden. Kickoff ist erfolgt. Ball wird aufgenommen an der 8-Yard-Line. Kai Hunter mit dem Return über die Seite. Er hat die erste Lücke und kommt bis knapp an die 40-Yard-Line. Sehr guter Return und gute Ausgangsposition für die deutsche Offense. So, jetzt gehen wir wieder in die Pistol-Shotgun-Formation. Kai Hunter bekommt den Ball, hat die erste Lücke, bricht zwei Tackle an der 20, die 10 und dann aber out of bounds gestoppt vom schwedischen Defensive Backs. Touchdown. Jetzt zählt's für diesen Opening Drive. Erstmal Hard Count, jetzt geht der Ball, Stretch Play, Heiko Balz, aber keine Chance. Die schwedische Defense steht da und macht den Tackle for Loss. Und erster Handoff ist erfolgt und der wird im Backfield getackelt. Das ist ein Tackle for Loss im Backfield. Schweden zeigen eine 6-Mann-Box, aber so weit geht es gar nicht bis zu den Linebackern, sondern im Backfield schon direkt gestoppt. Weiter in Shotgun-Formation, wieder Laufspielzug. Da ist jetzt Platz über die Seite und kommt in die Nähe eines neuen First Downs. Wird dann out of... Und den kann er fast auch fangen. Jetzt Punt aus der eigenen Endzone und der ist geblockt und recovered. Touchdown Team Deutschland durch die Special Teams. Das war die 44 mit der Recovery. Marius Kenzi. Der ist relativ zuverlässig diese Saison gewesen. Da fliegt eine Flagge. Ball fliegt erstmal durch die Stangen. Aber warten wir mal ab. Runter, das hat sich ja auch in vielen Ligen in der letzten Zeit geändert. Almeida mit der Aufnahme, geht jetzt über die Mitte, da ist wieder Kenzi, der kommt nicht ran, hat da viel Platz, die Sideline entlang und wird erst an der 45-Yard-Line out of bounds stacked aufgestellt gewesen. Jetzt geht der Handoff an Kennedy, der bounced einem Tackle weg, geht jetzt über die Außenseite und kommt in die Nähe eines neuen First Downs. Deutschland zeigt enge Coverage. Handoff ist erfolgt und jetzt kommt es auf den Push an. Oh, das wird richtig eng. Dritter und lang jetzt. Kurzer Screen Pass, Almeida hält den fest, hat jetzt erstmal grün vor sich, aber wird dann zu Boden gebracht. Vor dem First Down und Play Action. Lambert muss dann improvisieren, wirft den Ball nach außen und da passen die Deutschen super auf. Incomplete Pass, Turnover on Downs. Moment nicht auf dem Feld ist. Shotgun Snap ist erfolgt. Kurze Crossing Route. Marvin Rutsch hat Platz an der 50 ins schwedische Territorium. An die 44 Yards. Zumindest mal anzeigen. Beim zweiten Versuch Heidrich mit dem kurzen Pass auf Rutsch. Der macht den Catch. Artistischer Catch. War nicht einfach. Aber zeigt halt, was für eine Klasse. Offense already im schwedischen Territorium. Ballübergabe erstmal. Stretch Play. Und das ist erfolgreich beim dritten und kurz. Neues First Down durch den. Für den First Down hat es gereicht. Und Heidrich wieder in der Pistol-Formation und gibt wieder ab an Fischbach. Diesmal passt die schwedische Defense auf. Hat hier allerdings nicht funktioniert, weil Rosenqvist das so solide spielt. Und wir sehen Erik Schlommer aus 41 Yards und der ist nicht drin. Links vorbei an den Torstangen. Jetzt wieder aus der Shotgun operieren. Rollout, Ball geht nach außen, wieder einfache Route. Catches gemacht und das sollte mit Forward Progress für ein neues First Down gereicht haben. Mit dem Catch die Nummer 5, Olaf Nilsson. Deutschland zeigt Druck an, Man Coverage, aber doch der Lauf von den Schweden, kein Audible gecallt und der dann auch im Keim erstickt, wofür sich Defensive Coordinator Fatah entscheidet. Vier Leute kommen nur. Aber Hartzeit geht über die Mitte und er ist intercepted. Luis Bach kriegt da jetzt noch einen Block, aber kann den nicht mehr nutzen. Turnover durch Luis Bach. Heidrich aus der Shotgun, sucht wieder Rutsch, den hat er auch über die Crossing Route. Marvin Rutsch lässt noch einen aussteigen an der Sideline, kommt zum neuen First Down und nein. Ja, und diese Erfolge will Marvin Rutsch sicherlich auch mit der deutschen Nationalmannschaft feiern. Jetzt schöner Pass auf die Wheel Route aus dem Backfield. Kai Hunter zeigt, dass er auch Hände hat. Spielen Leon Helm als Fullback auf dem Feld, Kai Hunter in der Pistol-Formation. Da geht der Ball auch hin, da ist die erste Lücke. One-on-one jetzt mit dem Safety, da kommt noch der Corner dazu, aber Fumble. Der ist von Schweden erobert, aber das sind zig Flaggen auf dem Feld. The situation on the play is that we have a holding by the offense.
That penalty is declined. We also have a fumble that is recovered by Team Sweden. First down. Das schwedische Punt-Team. Oh, Snap ist schlecht und wieder ist es ein geblockter Punt. Der kann noch mal aufgenommen werden, aber an der 2-Yard-Line wird die deutsche Offense vorstellen, dass es hier jetzt ab durch die Mitte geht mit Leon Helm, der führen wird. Genau so ist es auch. Balz bekommt den Ball, kommt in Richtung Endzone und in die Endzone rein. Touchdown Nummer 2 für Deutschland. Touchdown durch Heiko Balz. Für Team Germany. Und das ruft Erik Schlomm aufs Feld. Holder Moritz Mark, der Backup-Quarterback, der ja auch schon ein bisschen Spielzeit in Großbritannien bekommt. Jetzt Play-Action, kurzer Rollout. Da kommt er unter Druck, geht jetzt nach vorne, verliert den Ball. Und dieser Fumble kann allerdings. Und wieder wird ein Cornerback-Blitz angezeigt. Der kommt auch, wird aber jetzt aufgenommen. Heidrich hat Platz vor sich, geht selber, lässt noch einen Mann aussteigen und kommt zum neuen First Down. Findet da. Mit dem nächsten Passversuch wieder in der Pocket, rollt jetzt nach außen, findet den Top-Receiver oder den Top-Athleten Louis Geier. Lars Heidrich sehr froh, dass er seinen Teamkollegen Louis Geier an seiner Seite hat. Ja, Schweden zeigen softe Coverage, Ball geht über die Mitte auf Marvin Rutsch und der fängt ihn im Nachgreifen. Einmal Doink und dann greift er zu. Die werden also Druck bringen. Ja, droppen jetzt da raus. Zeit für Heidrich, der geht über die Mitte. Schöner Regenbogen. Und der ist gefangen für den nächsten Touchdown Deutschland. Nico Stramann von Frankfurt Galaxy setzt sich im 1 gegen 1 durch und macht den Touchdown. Wow, ganz abgeklärt hier Nico Stramann. Der Holder. Snap ist gut. Kick ist durch die Stangen und damit ein Punkt on top für Deutschland. Stehen an der Mittellinie. Da wurde der Ball gespottet. Lambert, leichter Roll nach rechts, geht jetzt an die Sideline. Almeida mit dem Catch. Und da kam der Hammer dann von 30 Yard Field Goal. Team Schweden. Und der ist geblockt. Und jetzt die Chance auf den Return. Gödegens nimmt den auf. Ah, na, Junior den Campy war's. Nimmt den auf und kommt bis an die 42. 2. und 10 jetzt. Jetzt behält Lambert den Ball. Zone Read, aber läuft da in eine schwarze Wand. Kein Raumgewinn. Rollout jetzt. Nach außen geht's. Pass ist complete und der erste Broken Tackle. Jetzt die Sideline hoch. Ja, da ist er out of bounds gesteppt und hat aber gereicht zum First Down. Also die Schweden in der Box. Ja, Outside Linebacker Marius Kenzie steht relativ weit außen. Ne? Wieder Laufspiel und der läuft in Kenzies Arme. Das ist ein Tackle for Loss. Hinter der Line of Scrimmage. Formation raus. Marvin Rutsch in Motion. Kai Hunter bekommt den Ball. Da ist eine große Lücke über die Mitte. Und kommt zum neuen First Down. Besseres Blocking jetzt hier als in der ersten Halbzeit. Jawohl, da sehen wir die Tight Ends auf der linken Seite. Beziehungsweise Leon Helm dann auch aufgestellt als Wingback und das klappt gut. Kai Hunter hat Feld vor sich, kommt bis an die 30-Yard-Linie von Team Schweden. Jetzt an der 30-Yard-Linie der Schweden, diesmal kommt ein Pass. Der Ball geht nach außen, das ist Schlesinger mit dem Catch. Der bricht auch erstmal ein, zwei Tackle, bekommt dann noch einen Block und sammelt. Na, doch nicht das nächste First Down ein, so wie der Schiedsrichter da steht. Als Defensive Lineman und Linebacker und jetzt der Griff eben ins Gesichtsgitter. Und damit First and 10 an der 12. Heiko Balz bekommt den Ball durch die Mitte. Zeigt seine Agilität und seine Power bei diesem Spielzug. Schauen wir mal, ob sie wieder zur Strong Side laufen. Nein, Passspielzug daraus. Corner Route in die Endzone. Und der ist gefangen. Schönes Ballplacement. Touchdown Germany. Und der zweite Touchdown für Nico Stramann. Und die Team Deutschland mit dem nächsten verdienten Touchdown. Und Erik Schlomm mit dem nächsten Extrapunkt, welcher auf Run hindeutet. Diesmal wird's Play-Action. Mark geht tief, will die Crossing-Route und die ist perfekt geworfen und gefangen. Nico Stramann, sein Teamkollege, bringen einige Leute an die Line of Scrimmage. Mark sieht das, Pass geht, oh, Trick-Play und das ist ein Touchdown. Ja, das wurde gekauft und im Spiel hat es jetzt doch.
verdient. Ja. Tolles Play. Sogenannter Big Man Touchdown in Amerika. So wird es da genannt. Und ja. Erik Schlomm bleibt seiner Linie treu. Macht auch Nummer 10. Von 110 Spielern werden immer Spieler aktiviert von Coach Vatter. Oh, schönes Screenplay jetzt hier. Hat die Deutschen auch kalt erwischt, die da einen Blitz gebracht haben. Aber von Gustav Henrik Rass. Ah, da ist er mit dem One-Hander. Und das reicht zum neuen First Down. Du bist. Lambert will den Pass. Step up in der Pocket. Jetzt geht er wieder alleine. Guter Move nach außen. Kommt an die Mittellinie. Und geht. Ja, Verwirrung gerade etwas. Es geht weiter. Lambert mit einem super Pass an die Sideline. Oh, das war tighte Coverage. Genialer Pass hier an die Sideline. Und das sieht man nicht alle Tage. Die deutsche Nationalmannschaft ist zurück und sie führt. Der Mann von Stockholm, AIK. Ja, jetzt übergibt er erstmal sein Running Back. Das ist ein Fumble. Und er ist aufgenommen von Louis Bach an der 30, der 20, 10. Touchdown. Deutschland. Score and score. Immer so in der deutschen Football-Nationalmannschaft. Hier ist so viel Stimmung, so viel Spirit drin. Da sind Footballspieler, die dort sein Können unter Beweis stellen konnte. Marvin Rutsch bekommt auch hier den Ball. Aber da stehen keine Blocks. Die schwedische Defense passt gut auf und setzt den Backblitz von der kurzen Seite. Da geht's auch hin. Luis Geier hat den Ball, macht einen Move und kommt er bis zum First Down. Dürfte nicht gereicht haben, so wie es hier von hier aussieht. Ah, das wird ganz knapp, kommt auf den Spot. Zu Beginn nicht danach aus, aber die Special Teams und die Defense, die kurzen, schnellen Scores haben es gemacht. Und jetzt eine schöne Completion hier. Konstantin Katz mit dem Touchdown-Saving-Tackle, der wäre sonst weg gewesen. Nächster Pass, der geht wieder in Richtung Otanda und war der nicht auf dem Boden? Also spektakuläres Play auf jeden Fall hier. Versuch jetzt. Nächster Passspiel zu Corner Route in Richtung Endzone. Und da kämpfen der schwedische Wide Receiver und der deutsche DB um den Ball. Aber der ist festgehalten und das ist der erste Touchdown für Team Schweden. Und kein geringer. So, extra Punktversuch jetzt für Team Schweden. Snap ist schlecht. Oh, da ist, passt gar nicht vom Timing. Das muss nochmal geübt. So, da gilt's für die Deutschen, die ja jetzt endlich mal wieder an der Europameisterschaft teilnehmen, hier aufzuschließen, ne, im kommenden Jahr und dann vielleicht gleich zu ziehen in 4 Jahren. Erstmal. Schwanger ist er, glaube ich, nicht. Ja, der klassische Ezekiel Elliott-Move vielleicht auch. Thomas Fischbach, jetzt läuft das Laufspiel. Kommt bis an die 24 Jahre. Diesmal under center. Ball geht wieder an Helm. Der hat die erste Lücke und dann zeigt er auch seine Toughness. Ja. Ja, als Fullback freut sich, wenn er auch mal einen Ball kriegt. Nochmal daran. Und Kommunikation passt. Handoff geht an Helm. Der hat die erste Lücke. Ja. Also kommt inside the 10. Wenn man das hier mal so von einigen Spielern und vielleicht auch Trainern sowohl der schwedischen Mannschaft als auch der deutschen Mannschaft sprechen können. Deshalb mache ich mich schon mal bald auf den Weg. Wir hören und sehen uns gleich wieder. Ja, nochmal aufs Knie gegangen. Und